Die 30. Ipsiade wird eröffnet von den Senkrechtstartern schlechthin. Paul Pizzera und Otto Jaus, die rocken heute Abend hier die Bühne in Ips an der Donau. Eine Premierenfeier ist bereits hinter uns und jetzt geht es hier einfach in der Halle mit über 900 Gästen. Es geht um pure Power von zwei sehr feschen Typen. Zwei wirklich fesche Typen, die auch noch fesches Musikkabarett herausgestampft haben. 30 Jahre Ipsiade, 30 Jahre Kabarett, 30 Jahre Ips, 30 Jahre Zusammenhalt, 30 Jahre Kontinuität, 30 Jahre Ips. Viel, viel Spaß bei der 30. Ipsiade mit Weltstars. Er tanzt schon da hinten. Paul Pizzera und Otto Jaus, herzlich willkommen, Ipsiade 2018. So. Jawohl! Dankeschön! Danke! Danke! Dankeschön! Danke vielmals! Danke! Danke sehr lieb! Dankeschön! Danke Lois! Danke Professor Josie Bokowitz, darf ich vorstellen, Diplom-Ingenieur aus, Magister Paul Pizzera und da hinten ist der Dr. Oetker. Jeder für sich ein Rockstar des jungen Austropops, haben sich der Steirer Paul Pizzera und der Niederösterreicher Otto Jaus nun zusammengetan. Das Ergebnis ein Programm, das zur Ekstase führt, obwohl beide unerhört solide sind. Spiel, Spaß, Spannung. Also wir werden versuchen, wir geben unser Bestes auf jeden Fall und werden mit Liedern, mit Spaß, mit Kabarett alles zusammenwerfen und hoffen, dass die Halle bebt. Und nach deiner Show tust du das, was sie kehrt. Machst mit fremden Leid Selfies, obwohl es dich nicht schert. Wegen einem Interview war es noch gewesen. Für eine Zeitung, wo mehr Leute hakeln als lesen. Und dann fangen sie an zum Frauen. Wie ihr euch das merkt, wie fällt euch das ein? Schon tausendmal gehört und du musst freundlich bleiben. Seid ihr echt ein Freund, was sagt man wohin? Du, nach noch ein Auftritt sind wir wieder per Sie. Es ist ein Programm, das laut den beiden nicht nur ins Ohr, sondern auch ins Herz gehen soll. Denn was die beiden auf der Bühne offenlegen, ist das Innerste ihres Lebens, hauchdünn aufgeschnitten und musikalisch pikant serviert. Rockst du da die Bühne mit nachher aus dem Publikum heraus? Ich rock gar nichts. Ich bin 66 Jahre, ich rocke nichts mehr. Gegenteil, Musik wird störend oft empfunden, weil meist sie mit Geräusch verbunden. Wilhelm Busch, aber es passt nicht, sind großartig die zwei. Ich beneide sie. Er beneidet euch. Muss er selber laufen. Nach der Voll bepackt mit Instrumenten und all unseren Talenten in eins Big Band Feeling. Wie ein Sinatra und die Martin Wien vom Prater. Bis noch Schadming für eine Handvoll Schilling. So wie Ben Affleck und Matt Damon. Bist mein Tom Cruise und du mein Rain Man. Ihr Einsatz bei der 30. Jubiläumsausgabe der Ipsiade beschränkt sich jedoch nicht alleine nur auf das zu tun, was sie am besten können, nämlich begeistern. Ja, auf alle Fälle ist der Plan die Ablösung des momentanen Intendanten von Ips. Das haben wir. Wir werden mit destruktiven, subversiven Kabarett versuchen, dort die Krone zu ergreifen. Und ja, nächstes Jahr stehen wir halt da und mit dem Weinglasl. Und dann werden wir sagen, naja, gar so gut sind sie nicht, die Jungen. Und dann ist man. Nein, das habe ich nicht gesagt. Das hast du nicht gesagt. Ich habe immer den Eindruck vermittelt, ich habe meine Zukunft schon hinter mir. Naja, noch nicht ganz, Herr Intendant. Denn die Ipsiade hat ja gerade erst begonnen. Also ein bisschen Zukunft gibt's noch. Zumindest bis 28. April. Was den Startschuss betrifft, da haben die Macher der Ipsiade auf ihr visionäres Gespür vertraut. Warum habt ihr euch gerade für die beiden entschieden? Ich kann mich noch so gut erinnern, wie ich in Otto gesehen habe im Mörbisch. Mit dem Jose auf der Seebühne. Ich kenne ja in Otto auch schon sehr, sehr lange. Paul ist natürlich auch kein Unbekannter, warst du auch schon da bei der Ipsiade sehr oft. Voriges Jahr Spaßvogel-Gewinner, wenn man so sagen will. Und ich kann wirklich nur dazu sagen, unseren Gästen, unseren Ipsiade-Besucherinnen und Besuchern die letzten 30 Jahre,
wir haben einfach die zwei Besten eröffnen lassen. Mich freut es voll, dass ihr da seid. Danke. Ich bin ein Bergbauer, ein Tierenscheib vom Hof. Alles gehört mein Vater und ich plag mich Tag und nach vier Mal leck bin ich miert. Jetzt mal im Stall denk ich, hätte ich studiert Jura, BWL oder was Gescheites. Was wir vergeben? Eine 10,0 auf der Dichterskala. Was man mitnimmt? Die Kunst, über das Leben zu lachen. Vollgas.